In der Zeile über diesem Wort in Vers 12 steht: Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet damit überfordert. Das heutige Bibelwort folgte auf diese Aussage und ich fühlte mich nach dem ersten Lesen trotzdem überfordert. Aber Jesus sagt hier, dass wir eines Tages volles Verständnis bekommen werden und es einfach Klick macht und wir alles verstehen. Mega gut, denn es gibt schon einige, viele Dinge, die ich nicht verstehe, nachvollziehen oder mir vorstellen kann. Aber was soll ich jetzt tun? Ich könnte einfach warten, glauben und beten, bis der Tag X endlich da ist und Jesus mir alles erklärt. Oder ich könnte grübeln, diskutieren und Themen erkunden, auch wenn ich dabei nicht die ganze Wahrheit selbst erkennen kann. Was würdest du tun? Bei der Dreieinigkeit des Herrn ist es recht einfach zu erklären, was der Herr macht. Beim Sohn ist es ähnlich. Aber wozu braucht man den Heiligen Geist? Er ist ein Möglichmacher. Er sorgt dafür, dass wir das Wort Gottes aufnehmen können, es verstehen, es behalten und uns erinnern. Im Pfingstgeschehen war der Heilige Geist ein Rauschen, das vom Himmel kam, alle erfüllte und ihnen half, in fremden Zungen zu reden. Am Ende kam es ihnen so vor, als hätten sie zu viel süßen Wein getrunken. Im Prinzip ist er wie eine leistungssteigernde Droge für die Seele. Eine Mischung aus MDMA, LSD und Speed. Der Geist der Wahrheit. Das ist keine Fantasy-Gestalt. Kein spektraler Richter, der über uns urteilt. Hinter dem Begriff verbirgt sich einfach nur der Heilige Geist. Diesen Teil Gottes setze ich für mich im Alltag gern mit dem Bauchgefühl gleich. Das ist einfacher verständlich. Und das Bauchgefühl ist auch immer da, wenn man es braucht. Diese innere Stimme klingt am Anfang oft wie die Stimme der Eltern, die einen vor einer falschen Entscheidung bewahren wollen. Später aber klingt sie immer mehr wie du selbst. Diesen Gedanken finde ich unfassbar groß. Ein Teil unseres allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gottes lebt unmittelbar in uns und ist immer für uns da. Und damit ist der Heilige Geist auch der Teil Gottes, den ich am greifbarsten in meinem Leben spüren kann. Ist das ein Privileg? Macht mich das besonders? Meine ganz klare Meinung dazu ist nein. Ich begegne im Alltag vielen Menschen, die ihre Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen und damit gut fahren. Auch sie haben also dieses Bauchgefühl. Oder noch klarer, auch sie tragen diesen Teil Gottes in sich. Das zeigt uns einmal mehr, Gott ist für alle Menschen da.